Hallo und herzlich willkommen zum ersten App-Tipp. Bei den App-Tipps handelt es sich um kurze Videos, Podcasts und Artikel, in denen ich euch jeweils eine App vorstelle, die ich in meinem Alltag auf dem iPad Pro verwende. Es sind ganz bewusst keine tiefgehenden Tutorials, die gibt es dann extra. Den Anfang macht heute, wie ihr erkennen könnt, der ERWriter, mein Schreibwerkzeug der Wahl. Wenn wir den ERWriter hier starten, der übrigens einen festen Platz in meinem Dock hat, seht ihr ganz kurz, dass ich viele Dokumente in der iCloud liegen habe. Zu Beginn hole ich mir erstmal den Titel aus meinem Redaktionsplan, der liegt in Trello. Naja, und dann fange ich an zu schreiben. Ihr seht unten so ein paar Tasten, H1 und Aufzählung und Co. Das sind Tasten, die euch dabei helfen, in ERWriter einfacher Markdown zu schreiben. Und Markdown finde ich persönlich eine super Auszeichnungssprache. Hier seht ihr, wie ich eine H2-Überschrift mit den Tasten von ERWriter setze. Und diese Zusatzfunktionen für die Tastatur sind es, die mich manchmal auch vom Smart Keyboard auf die virtuelle Tastatur wechseln lassen. Denn ja, es macht einfach Spaß, in ERWriter mit der virtuellen Tastatur zu schreiben. Zumindest mir macht das Spaß. Klar, schneller bin ich auf dem Smart Keyboard, aber Spaß macht es trotzdem. ERWriter nenne ich bewusst Schreibwerkzeug, nicht Texteditor. Denn da drin entstehen alle meine Texte. Ich formatiere nicht unbedingt, ich formatiere meine Blogartikel vor im Markdown, das natürlich, aber so Rechnungen und Co. mache ich natürlich dann trotzdem schlussendlich in Pages oder Word fertig oder wenn ich auch wissenschaftliche Arbeiten bekomme, lese ich die in der Regel in Word und bearbeite die. Aber ERWriter mit seinem Nachtmodus und seinem Fokusmodus, den ihr jetzt gleich in Action seht, der mir beim Korrekturlesen hilft, ja, den will ich einfach nicht mehr missen. ERWriter ist im Vergleich zu Ulysses oder anderen Schreibprogrammen, muss man ganz klar sagen, so ein bisschen Friss- oder Stirb-Lösung, nenne ich es jetzt mal. Soll heißen, wenn ihr mit dem Design super zurechtkommt, werdet ihr das Programm lieben. Ist bei mir der Fall. Wenn ihr es nicht unbedingt mögt, sucht euch besser ein anderes Programm, das ihr besser anpassen und personalisieren könnt. Das war mein App-Tipp für ERWriter. Probiert ihn gerne aus und meldet euch in den Kommentaren. Ciao!